Wenn die Politik sich für etwas einsetzt und dann ein Volksja überkommt, dann herrscht eitel Freude, Heiterkeit. Sevelen war eine Freude über das Volksja zu der Erweiterung der Schulräumlichkeiten. 4,6 Millionen für die Erweiterung im Waldstramm, 11,7 Millionen für die Erweiterung im Gadritz, dort Schulräumlichkeiten und Verdoppelung der Kita. Freude bei Esther Hagmann, Schulratspräsidentin und Präsidentin der Baukommission. Ja, ich bin natürlich sehr froh, dass wir das Resultat haben können machen. Von den 40%, die Turnen sind, haben 60% Ja gesagt zu dem Schulraum. Wir brauchen ihn dringend und das hat der Bürger gesehen. Hat es Unterschied gegeben, gell, von den Resultaten? Warum das? Es hat Unterschied gegeben. Das Galstram ist deutlich besser angenommen worden. Ist natürlich viel der kleiner Bau, kostet um einiges weniger. Und im Gadretsch habe ich doch einige Stimmen gehört, die das Gefühl haben, meine Gießen ein bisschen teuer, brauche ich es nicht unbedingt. Plus auch die ganze Kinderbetreuung. Da hat es doch einige, die das Gefühl haben, das braucht es in der heutigen Zeit nicht. Braucht es aber, oder? Kinderbetreuung. Das zeigt ja auch die Besucherzahl. Das braucht es. Wir sind ja ausgelastet in unserer Gemeinde. Alle drei Bereiche, Schülerhort, Mittagstisch, wie Kita auch, also die ganz Kleinen. Der Schülerhort ist, beziehungsweise der Mittagstisch ist obligatorisch. Und da sind wir komplett am Anschlag mit dem Platz. Wir haben ja schon unsere Räume dazunehmen. Und es sieht so aus, wie wenn es wirklich noch mehr Kinder gäbe. Und einfach Raum bauen für Kinder, die man für 2 Stunden betreut und dann stehen die Räume leer, dann ist es doch sehr sinnvoll, wenn man dann auch gerade noch einen Schülerhort anbietet, der sehr, sehr eine gute Nachfrage hat. 7 Klassenräume, kommt darauf an, wie man das genau nutzt. Dann eben 4 Kindergärten, dann eine Verdoppelung der Kita. Also doch ein richtungsweisender Entscheid in Zukunft, oder? Ich denke, es ist ein grosser Entscheid in Zukunft. Es ist ein mutiges Projekt auch. Es ist aber ein Projekt, das es sicher braucht, wo dann, so hoffe ich doch, auch eine Weile dann wieder herhebt. Man hat es gesehen, Galstram ist vor 40 Jahren gebaut worden, hat jetzt 40 Jahre alles mögen auffangen, was sich verändert hat in der Schule. Und so hoffe ich doch, dass es da mit den vielen Bauten, die wir jetzt machen, dann auch wieder ein Weile hebt. Vielleicht gehört man es rechts dazu, das ist noch altes Rollmaterial, inzwischen haben wir viel leiseres Rollmaterial. Also eben, das ist natürlich etwas so, einfach die Schule wandelt sich und da muss man eben noch weit vorausdenken. Für dich aber natürlich als Präsidentin von der Baukommission auch ein rechter Stress, wie schnell das hast du entscheiden müssen? Wir haben Gas gegeben, wir haben Vollgas gegeben. Es kann niemand sagen, die Mühlen mahlen langsam in der Gemeinde Sevelen. Wir haben innerhalb von 5 Monaten das Projekt auf die Beine gestellt und jetzt mit dem Startschuss quasi können wir es jetzt auch umsetzen, was mich natürlich sehr freut, aber die Arbeit wird wegen dem nicht weniger. Vor allem auslagern, gell? Vom Hort natürlich, bei der Schule schauen, was für Möglichkeiten es gibt. Also die Arbeit bis im Sommer 2020 soll es ja fertig sein. Also die Arbeit in der nächsten Zeit bedingt einiges an Geduld, an logistischer Leistung und so weiter. Die Zitrone, die schon recht auspresst ist, wird in der Schule noch mehr auspresst. Also ich denke, wir werden noch mehr müssen aufeinander rücken. Das braucht doch einiges auch von den Lehrkräften, von den Hauswerten auch. Auch die Kita wird ausgelagert. Da müssen wir jetzt gut schauen, wie wir das genau machen, dass es dann auch wirklich gut über die Bühne geht. Aber ich bin überzeugt, dass es sich im Endeffekt lohnt. Rundum zufrieden also, obwohl es so viel mehr Arbeit für dich bedeutet. Ja, das gehört dazu. Als ich das Amt angenommen habe, vor 6-7 Jahren, habe ich nicht gedacht, dass ich dann irgendwann mal so viel bauen werde. Aber man lernt auch immer ganz einen Haufen dabei und ist spannend. Gute Leute dahinter, gutes Team. Und wenn wir alle an einem Strick ziehen, sieht man, dass es dann schon gut kommen kann. Und ich bin sehr zuversichtlich, ja. Zufriedenheit auch beim Roland Ledergerber, beim Gemeindepräsidenten. Ich bin natürlich sehr zufrieden. Wir können weiterarbeiten, wir können die Schule um Erweiterung machen. Jetzt hat es 2 unterschiedliche Resultate gegeben, Galstram und Gadritsch. Gibt es da Gründe dafür? Ja, ich glaube schon. Das Galstram war von dem her nicht so teuer gewesen. Es ist auch ein ökonomischer Bau, wenn man so will. Wir können anschliessen das bestehende Gebäude und hätte in dem Sinn nicht etwas Neues müssen machen. Im Gadritsch hat man auf einem Stock eine riesige Erweiterung müssen machen, wenn es nicht vorgesehen ist mit der Sporthalle, dass man da eine Vergrößerung macht. Und das Bauvorhaben ist natürlich auch entsprechend teuer geworden. Ich glaube einfach, dass das relativ knappe Ergebnis darauf zurückzuführen ist, dass Gadretsch eben wirklich eine teure Angelegenheit ist. Wie ist man jetzt energetisch auf Weg? Ja, da wird einfach Minergie P wird bauen. Es sei denn, es sei einfach technisch nicht machbar mit einem vernünftigen Aufwand. Aber grundsätzlich gibt es Minergie P und es wird nicht zertifiziert.
16,3 Millionen, also natürlich kein Pappenstiel, oder kommt einfach so auf einem zu, dann ist man eigentlich dann schon froh, dass das Volk da mitzieht, oder? Ja, selbstverständlich ist man froh und es braucht es einfach. Jede Alternativlösung wäre langfristig gesehen noch teurer geworden. Provisorien sind eh nie eine Lösung. Das wird immer teurer, denn irgendwann kommt man nicht drum herum, um das zu machen, was eben notwendig ist. Sicher ist es eine teure Sache, aber wir brauchen es. Wir können es uns auch leisten. Und das ist ja, sind ja erst die ersten zwei Investitionen, die wir vorhin, wir werden dann als Betag daheim auch mit dem Betag daheim auch noch kommen. Das wird dann auch noch ein bisschen Geld kosten. Allerdings nicht für den Steuerzahler primär, sondern dort geht es dann ja über eine Spezialfinanzierung. Hat man aber immer gesagt, man will jetzt nicht mit dem Projektkredit eben genau das Altersheim konkurrenzieren, oder? Nein, das will man eben nicht. Und es ist auch gut zu trennen, wenn die Schulbauten, die Schulraumerweiterung, die wird über die Steuern gezahlt. Da ist wirklich die Steuerkraft massgebend, dort muss ich so etwas leisten. Beim Altersheim hingegen wird das Altersheim, also alle Kapitalkosten und alles, was es einfach braucht, wird amortisiert über Pensionstaxen und über das, was einfach der Bewohner vom Altersheim muss zahlen. Als Gemeindepräsident muss man ja vorne herstehen, oder auch wenn es um Sachen geht, das ist nicht in der Schule. Schule sieht man vielleicht noch ein, dass es eben den Schulraum braucht, aber Kinderbetreuung, das ist ja dann im Vorfeld auch diskutiert worden, braucht es das jetzt einfach. Auf der anderen Seite wieder heisst es Standortmarketing, aber da muss man doch vorne herstehen, oder? Das ist klar, das ist immer diskutabel. Es gibt natürlich immer bei dem, was nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, kann man diskutieren und fragen, warum und wieso. Und für den Gemeinderat hat einfach überwiegt, dass eben der Standortvorteil und die Strategie vom Gemeinderat als familienfreundliche Gemeinde dort stehen, das hat einfach überwogen und darum hat man jetzt die Kita entsprechend ausgebaut. Sevel ist eine Gemeinde, etwa mal wahrscheinlich nicht sehr einfach, weil ja eben Meinungen natürlich unterschiedlich sind, oder im Volk unterschiedlich, natürlich auch in einem Gemeinderat unterschiedlich, also auch für die Politik einen hohen Anspruch, oder so ein Projekt eben dann zu dieser Volksreife zu bringen und mit so einem guten Abstimmungsresultat, nicht? Das ist klar, aber das hat sich zum grössten Teil eingespielt. Also es ist nicht so, dass man jetzt hier auf verschiedenen Ebenen diskutiert, sondern das Thema ist in einer Baukommission angegangen worden, ist vom Schulrat betreut und geführt worden und schlussendlich hat einfach der Gemeinderat auch die Baukommission nach einer entsprechend zusammengesetzt und hat die definitiven Entscheide gefällt. Dort, wo man nicht gleicher Meinung ist, hat man miteinander diskutiert, aber da hat es nicht gross erschwert. Rundum, ich merke es. Zufrieden, oder? Ja, sicher bin ich zufrieden. Ich meine, wenn man eine Vorlage durchbringt, die so hoch ist wie die, dann wüsste ich nicht, warum dass man nicht zufrieden sein soll. Also ich freue mich jetzt drauf und wir sind guter Dinge, dass wir das jetzt gut vorwärts bringen. Jetzt müssen wir gerade weitermachen. Wir haben jetzt gerade vorne in der Bau- und Planungskommission schon das Baugesuch haben wir verabschiedet. Also das Bauvorhaben kommt, ist jetzt rechtlich lanciert. Jetzt laufen dann die Einsprachefristen. Und parallel dazu wären jetzt dann die Firmen angeschrieben, die sich dann da einsetzen können und die mit bauen können, damit wir nachher einen schönen Schulraum haben. Und alles in allem, vom Erkennen, dass es mehr Schülerinnen und Schüler gibt, bis jetzt eigentlich ein riesiges Tempo, und wir müssen einschlagen, oder? Ja, das ist schon so. Also irgendwann langt es einfach nicht mehr. Und wenn man weiss, dass der Bedarf ausgewiesen ist und es nicht mehr langt, dann muss man natürlich schnell vorwärts machen. Und ich sage immer so, lieber schnell, säck und immer klar, als dass man irgendetwas lange Zeit hat dafür und dann entsprechend dort lauern und entsprechend Fehler sich einschleichen und der Zug wie ein bisschen verloren geht. Das ist hier nicht der Fall. Wir sind voll auf Zug und das kommt gut. Voll auf Zug ist mir auch Wallenstadt. Ich bin mit dem Angelo Umberg durch den Park durchgelaufen, wo wirklich ganz etwas Spezielles ist, gerade neben dem Spital in Wallenstadt. Und 80% der Bevölkerung haben Ja gesagt zur Ausgliederung vom Alters- und Pflegeheim Riva in der gemeinnützigen Aktiengesellschaft Riva Care. Ein Freudentag. Absolut, weil wir haben gut geschafft im Vorfeld. Wir haben den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger können sagen, dass genau dieser Ort der richtige Ort ist für ein Alterszentrum. Wir können da verschiedene Synergien nutzen. Eine wunderbare Synergie ist sicher die traumhafte Parkanlage. Aber auch die Erschliessung ist gewährleistet. Wir sind sehr nah bei der Bahn. Wir sind sehr nah beim Zentrum. Also es ist sicher ein wunderbarer Ort, um so ein altes Zentrum zu realisieren. Synergien nutzen natürlich auch eigentlich zusammen mit dem Spital, das zum Teil jetzt ein bisschen umstritten ist. Das wäre also auch wichtig, dass das Spital könnte bleiben mit Küche, Lingerie und so weiter. Genau, es ist richtig. Also mit dem Ja zu dem Alterszentrum wollen wir eigentlich auch für die Spitallandschaft
Türen öffnen und wollen ihnen etwas anbieten, wo sich absolut etwas Sinnvolles realisieren ließ, zusammen in Kombination mit dem Spital. Also ein positiver Entscheid eben im Bereich Gesundheit, wo ihr erhofft, es gäbe jetzt auch im Spital ein bisschen Aufschwung, dass der Kanton oder eben die Planungskommission sich auch noch mal etwas anderes überlegt. Genau, in die Richtung sollte es gehen. Generell kann ich vielleicht sagen zu dem Thema, Wallenstadt wird kämpfen für das Spital und hoffen eben, dass man das Türöffnen St. Gallen bei der Regierung auch anerkennt. Jetzt geht es weiter, gell? Kathrin Hilber, also kennt man ja, ehemalige Regierungsrätin, ist Verwaltungsratspräsidentin, also das heisst mit Antworten, jetzt geht es an die Planung von dem Riva Care. Genau, also sie ist in den Startlöchern, sie wird sehr, sehr schnell mit dem Verwaltungsrat, der jetzt in Bälde gewählt wird, zusammenkommen und den ersten Pflug in die richtig können schlagen. Kathrin Hilber, die wir haben gewinnen als Verwaltungsratspräsidentin von der Riva Care AG, das ist eine absolute Traumbesetzung für uns. Eine Traumbesetzung, weil sie alle politischen Prozesse kennt, weil sie grosse Erfahrungen hat kennengelernt als Verwaltungsratspräsidentin von der Sana Fürstenfeld AG. Und genau von dem versprechen wir uns eigentlich sehr, sehr viel. Jetzt haben wir einen Helikopter an, wir noch ein bisschen reden. Gell? Jetzt sind wir mitten in den Park rein. Das heisst, also, da hinten das Haus, das man jetzt sieht, das würde dann verschwinden. Und da in den Park rein, mit Nutzung von dem Park, würde das Riva Care entstehen. Absolut richtig. Eben die Villa, die würde selbstverständlich abbrochen. Und dann gäbe es wirklich eine wunderbare Sache. Also, kämpfen, haben Sie gesagt. In Wallenstadt wird man kämpfen für das Spital. Und das ist jetzt mal ein Zeichen, das eben die Bevölkerung gesetzt hat, dass man zur Gesundheitspolitik, was hier in Wallenstadt eben jetzt existent ist, steht und dass man am Spital auf jeden Fall will festhalten. Genau, das ist so. Und eben, wie noch einmal wiederholt, wir wollten sehen, dass das wie eine Türöffnerfunktion hätte, die Realisierung von dem Alterszentrum. Weil in dem Alterszentrum so entscheidende Komponenten sind, dass wir dort betreutes Wohnen anbieten wollen, sicher auch eine Pflegeabteilung und Demenz muss natürlich auch eine Integration sein im ganzen Projekt. In der Gesundheitsdiskussion, apropos Wiederholung, kann man nicht genug wiederholen. Man muss auch dranbleiben, gibt vielleicht eine Petition und so weiter. Das war jetzt mal ein Freudentag hier für die Wallenstadt. Ein Freudentag, und dass wir jetzt hier mal dementsprechend hier filmen können. Also für Sie im Moment mal alles in Ordnung. Also für uns, die Wallenstadt, für die Politik, für den Gemeinderat, ist ein absoluter Glückstag. Das Ja zu dem Alterszentrum ist ein Bekenntnis zu einer Altersversorgung der Zukunft.